Nach der Ratspräsidentschaft im Jahre 2018 erwartet Wien eine weitere Großveranstaltung von europäischer Dimension. Vom 1. bis 16. Juni erstrahlt ganz Wien in den Farben des Regenbogens. Die Europride 2019 macht hier Station mit einem sehr bekannten Botschafter. Ich sage immer scherzhaft, dass ich jetzt wahrscheinlich 2 Wochen Bürgermeister von Wien werde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Bürgermeister davon hält. Aber ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass ich unglaublich involviert sein möchte. Ich bin sehr aufgeregt. Ich glaube auch alle die Organisatoren und auch die Stadt und vor allem die Szene ist natürlich in großer Vorfreude. Nach 2001 ist Wien bereits zum zweiten Mal Schauplatz der Europride. Eine Ehre für die Organisatoren und die Stadt Wien. Also man bewirbt sich quasi für die Europride, man reicht ein Projekt ein, einen Projektplan und bekommt dann den Zuschlag, wenn man mit seinem Projekt überzeugt. Und deswegen freuen wir uns auch so, weil wir mit Wien und unserem Projektplan am meisten überzeugt haben. Ein Spektakel im Zeichen der Toleranz. Wien präsentiert sich im Juni als Stadt der Vielfalt und Gleichberechtigung. Ich habe das Recht zu leben, ich habe das Recht auf den gleichen Lohn wie alle anderen und das haben Frau, Mann und alles, was es gibt. Und ich glaube, ich komme für mich immer mehr dahin, dass ich mir eigentlich denke, hören wir jetzt bitte alle auf zum Jammern und ändern unsere Meinung jetzt. Den bunten Gästen aus aller Welt wird einiges geboten. Wir erwarten hier bis zu 1 Million Gäste, was ein Wahnsinn ist. Ich freue mich so, weil ich glaube, dass das für unsere Stadt einfach ein unglaublich tolles Zeichen sein wird. Wir werden dann am Rathausplatz und vor der Votivkirche 2 große Veranstaltungsflächen haben, über einen längeren Zeitraum hinweg mit Bühnenprogramm und etlichen Überraschungen. Und das Highlight ist dann am 15. Juni die Parade. Ich finde, es Menschen etwas mitzugeben in einem positiven Umfeld ist einfach der bessere Weg, als den Zeigefinger zu erheben. Und bei der Europride wird es definitiv der Fall sein. Wir werden viel Ernsthaftigkeit haben, aber wir werden auch ordentlich feiern. Feiern und dennoch über ernsthafte Themen sprechen. Schon am Wiener Opernball zeigte sich Conchita besorgt um Europa und den Brexit. Es kam Brexit ums Eck und ich war wahnsinnig erschrocken, wie schnell das geht, dass ein System einfach auseinanderfällt. Und die Situation jetzt zu haben, wo alle so sagen, gehen wir vielleicht doch nur zurück, Jetzt mal vorher nachgedacht. Conchita erhebt gerne und laut die Stimme für das Projekt Europa. Kein Verständnis hat er für jene 72% der unter 25-Jährigen, die den letzten Europawahlen fernblieben. Es ist mir vollkommen egal, wer was wählt, aber es muss gewählt werden. Es gibt keine Ausrede und jeder, der mir sagt, er war nicht wählen, auf den bin ich persönlich grantig. Also gehen Sie wählen.